Okay, gehen wir ins rote Backsteingebäude noch. Rein mit dir. Mach die Tür auf. 21, 22. Okay. Hier ist nichts im Gastraum. Der Server ist doch gerade erst frisch gestartet. Der kann doch nicht weit weg sein, der Typ. Oder er hat halt ausgeloggt. Er hat da ausgeloggt, ist da mit rein. Das wird schon einiges reißen. Was, wenn du jetzt bedenkst, wie lange wir jetzt schon gelaufen sind, um dahin aufs Airfield zu kommen und dann jetzt von da hierher zu kommen. Vor allem mit dem Zwischenstopp in dem Lager. Das mag zwar sicher sein, aber damit verlieren wir halt den Anschluss an ihn. Punkt, ja. Fertig. Ob wir ihn je hatten, ist eine ganz andere Frage. Oh, zwei Zombies. Wo bist du gerade? Hinter dir. Ich bin weiter oben. Eher okay. An den Dings gewesen. Hast du das im Griff oder ist das noch ein Problem? Ach, die Zombies, die. Ich habe auf die Axt gewechselt. Ja, ich probiere die. Okay, dann werde ich jetzt. Rein ein bisschen hysterisch rum, aber die kommen einem nicht hinterher. Also ich bin jetzt am Ortseingang, direkt an der Straße. Ich weiß, ich sehe dich aus dem Augenwinkel. Ich bin ein bisschen hinter dir, deswegen siehst du mich wahrscheinlich noch nicht. Ja, ich habe dich schon gesehen, aber für meinen Geschmack wäre das ein bisschen zu offen. Aber weißt du, ich muss bloß eine Musi streifen, dann bist du im Arsch. Mein Gott. Das bringt alles nichts. Wenn er dich sieht, sieht er dich. Also ich sehe den Supermarkt. Also. Ran in den Speck. Zuerst den. Aber komm, probieren wir zuerst die Schule, oder? Ja. Türen sind zu. Ja, der wird sie wahrscheinlich ausgelockt haben, der Dödel. Aber es sind relativ. Na gut, wenn die. Es sind schon 15 Leute oder so auf dem Server, also es kann schon sein, dass hier welche sind. Das bist du gerade gewesen, gell? Was? In meiner Nähe. Hinter dir. Okay, dann ist alles in Ordnung. Weil das ist ein Kreuz. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Zombie ist draußen vor der Tür, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich gehe hoch zum T-Rex. Schrotflinte. Oh. Und? Ja gut, aber können wir leider nicht tragen. Und eine M4 und noch mal ist 20 Schuss für. Für was? Nochmal 20 Schuss für einen Revolver. Ich habe so viel Revolvermunition. Ich hätte aber auch 26 Schuss für die kleine Waffe. Für deine Pistole. Ja, 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 ja. Aber du hast kein Magazin. Ja. Willst du die Schrotflinte haben? Nee, du musst sie nicht haben. M4 schlägt alles. Die Munition hier für die Kleinen? Nimm die haben? Wenn du sie tragen kannst. Ich trinke schnell Cola, dann ist mir Platz frei. Ja, jetzt. Die Schrotflinte wäre natürlich pristine. Das wäre natürlich schon was Feines. Ja, es musst du entscheiden. Ich nehme dein M4-Magazin. Ich habe weder mit der einen noch mit.
Greyhead Torch, okay, das ist was. Ich überlege gerade, ob das vielleicht Sinn macht, wenn wir dir. Also, ich habe noch 2 Schuss. Ich weiß nicht, wie viel Schuss Schrotflintenmunition wir haben. Nee, das war die einzige Muni, die. Hast du für die Schrotflinte mehrfach Munition? Nein. Ich habe keinen Schuss. Ich habe die meine ganze Schrotflinte. Also, ich habe 2 Schuss. Gegeben. Die 2 Schuss da? Ja. Ja, da brauche ich. Also. Ja. Ja, da brauchen wir aber nicht drüber überlegen. Ich guck mal kurz aufs Dach. Aufnehmen. Das kann ich machen. Hier liegt gar nichts. Doch. Speedloader für die Magnum. Noch einer. Ja. Sehr schön. Wie viele brauchen wir von den Dingern eigentlich? Wenn die leer sind, werden sie dann wieder benutzt. Kannst du wieder füllen oder wie läuft das? Ist das wie ein Magazin? Keine Ahnung. Also das müsste man mal ausprobieren. Ich kann es dir nicht sagen. Upsa. Bin fast die Treppen runtergefallen. Hast du die unteren Räume gefilzt? Ja. Okay, dann gehen wir in den Supermarkt, oder? Gehen wir auf der Seite raus. Krankenhaus hat sie keins, gell? Hm? Krankenhaus, ne? Also. Upsala. Also gut. Krankenhaus haben wir hier keins, gell? Nee. Also dann ab zum Ding. Ja, komm, Zombie. Ich schnapp ihn mir. Hast du ihn? Ja, ich schnapp ihn mir. Ah, ich sehe. Okay. Schön leise Munition sparen. Weißt du, Chris von Pizmeet, der macht auf dem Nordwest Airfield macht der Zielübungen auf Zombies. Ah. Zielübungen. Ja. So, oh, ich klingt muss irgendwie doch nicht schlau. Das klingt überhaupt nicht schlau. Hier gibt's eine gute Banane, Reis, nochmal was zu essen. Ich kann alles tragen, ich hab Platz. Ja, gut. Ich bin voll. Ja, die Cerealien. Die Sache. Kannst du erben. Aber den Reis und so vielleicht nicht nehmen. Ja. Ich guck gerade hier hinten, ob es irgendwas gibt. Ah, okay, ich bin. Nee. Wenn das jetzt was ist, dann nehme ich es an mir. Oh, noch ein Waffenpflegeset. Ein Nervesagi. Und jetzt? Ich würde sagen, Wald ausloggen, gut für heute. Ah, vielleicht noch in das Gebäude hier rein. Das da, das braune? Ja. Hier finde ich eigentlich immer meine gelben Kisten, aber... Ja, lalalala. Komm, lass mir eine mal. Ah, du hast selber keine, ne? Ich habe keine, ne. Ja, dann rein damit. Juhu. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ich habe dafür Medizin-Boxen. Oh, ich habe die TTS-KO-Pants. Müsste mein ganzes Zeug kurz ändern. Können wir hier mal schnell kurz die Türen zumachen und in Deckung gehen? Ja. Dann niedersachse ich mich kurz und... Meckert deiner gerade noch? Lammerkenboxe. Ich höre nichts mehr. Weil ich habe jetzt Antibiotika gefunden. Wenn ich jetzt die Pens raus tue, Sekunde, und meine Loader, und mein Zeug, und mein Stickloader, und mein Ding, und mein... So, jetzt ziehe ich die beiden Pens aus, dann bin ich nackig. Hast du jetzt die TTSO genommen, oder wie sieht das aus? Nee, nimm du's, da ist sie doch. Die ist doch da. Mei, ich stehe jetzt hier in der Unterhose. Nehmen die Dinger übereinander und spinnt. Hm. Und der. So, nehmen. Das ist doch falsch. Jetzt hast du ja wieder die alte Hose an. Das ist doch falsch. So, jetzt will ich.
So, und jetzt das rüberziehen, das rüberziehen. Hast du da was reingetan in die Hose? Ah, gut. Bin ja gerade schon erschrocken. Aber du hast eine Ideal Standard M4, oder? Ja, da Du ist hast nichts ein groß dran, außer dass ich ein 30er Magazin habe. ja, du hast ein M4 Handguard Plastik, oder? Ja, dann habe Und ich diesen Buttstock OE und ja. dann dieses Carry Handle Optics. Optik. Genau. Okay. Jo, das ist nicht so dolle. Ja, das glaube ich Weil wenn du einen gleich. Riss, Handgrip Riss hast, dann kannst du da nämlich auch eine Taschenlampe noch hinmachen. Das, Aber das, ist doch das. geil, oder? Jetzt habe ich gerade gesagt, ah, da finde ich immer eine gelbe Kiste und dann war da tatsächlich jetzt eine. Deswegen ist es mein Lieblingshaus. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, warte mal, dann tue ich die Ist anderen doch dolle Kiste. Wurst. Ja, jetzt habe ich wieder eine Menge Kram. So, und das ist Christine. Christine sind die Schnelllader. Die Munition ist ruined. Ruined, jetzt packe ich mal kurz eins von den Dingern aus. Christine, okay. Ich zisch mir mal ein. Das ist ein Christian, diesen Christian ist der. Ich werd nix. Oh. Das habe ich dadurch, dass ich eine ganze Hose in dem Inventar zu viel drin hatte. Jetzt dachte ich gerade, jetzt hätte ich noch mal das alles war alles. Also ich habe jetzt einmal einen Satz kompletter vernünftiger Pristine Munition für meinen Revolver. Okay. Und Magazin und Munition ist auch pristine, das funktioniert auch alles bei M4. Okay, also im Moment kann es gerade nicht besser werden bei mir. Ich esse und trinke gerade Bier mit Banane. Bananabier, ist okay. Ausrüstung, TTS-Karten, Pants. Was ich jetzt bräuchte, vielleicht noch eine taktische Weste. Die hat mir, glaube ich, noch mal zwei Halterungen mehr, gell? Eine taktische Weste hat 8. 8, Ja. das ist viel. Und eine Jacke, eine Militärjacke hat noch mal 6. Wie öffnet man, wenn man im Inventar hat, so ein First Aid Kit? Gar nicht, man Nimmst legt es raus, oder? nimm, ja, rauslegen ist ganz geschickt, aber gefährlich, wenn der Server restartet. Ansonsten kannst du es auch in die Hand nehmen. So, jetzt will ich einmal probieren, ob ich die Munition da rein tun kann. Nee, das macht. Ich weiß, du hast es mir gesagt, dass es das nicht geht, aber ich muss es trotzdem wissen. Das muss man mal ausprobiert haben. Egal, wie blöd das klingt. Ja, dann machen wir bitte so. Ich bin schon durch. Den habe ich auch. Den könnte ich eigentlich da rein tun. Ja. So, ich habe 26 Schuss für die Mosi, ich habe
Ich weiß nicht, ob die Wound funktioniert. Für den Revolver habe ich Ja, 60 Wound-Schuss wenn du es und laden kannst, gut. 32. Und dann noch 26 kleine Munition. Was habe ich hier noch? Water Purification kann ich rausschmeißen. Oder? Rausschmeißen, ja. Ja. Was haben wir noch? Ich habe ein leeres Magazin. Du sagst, das Magazin muss man bei der Pistole behalten, aber nicht bei der auch kein 30er Magazin. Es sei denn, dein Magazin ist ruined, dann kriegst du natürlich ein Problem. Nee, ist pristine. Okay. Also rausschmeißen. Ah ja, Palz jetzt. Okay. Ja, genau jetzt habe ich es weggezeigt. Theoretisch könnte man es laden, wenn man einzelne Munition hat, oder? Ja, wenn du einzelne Munition hast, kannst du es da reinstecken. Ich habe ein Waffen-Cleaning-Kit Pristine. Okay. Und zwei Schuss für die Schrotflinte. Yay. Ansonsten noch richtig viel Dosen zum Futtern. Also, und Wasser habe ich auch zwei Flaschen, also das ist jetzt noch dasselbe. Sollen wir raus in den Wald? Ja. Waren wir im Gastraum auf der anderen Seite schon? Da ist die Tür zu. Ich nicht. Also komm. Da ist jetzt nur eine andere gelbe Kiste drin. Das wäre lustig. Ist es aber nicht. Und deswegen. Wie viele Plätze braucht die normal? Vier, oder? Die braucht vier, ja. Hat aber sechs. Okay, Waldi. Go, go. Okay, Waldi. Bin seitlich. Ja, supi. Wir sind nicht gestorben heute. Haben komische Leute gefunden, haben Leute bedroht, haben Leute zum Auslocken gebracht. Ist doch geil. Also ich verstecke mich jetzt hier mal in so einem hübschen Gebüsch. Weil ich hatte schon schlechtere Tage. Ich hatte gestern einen Scheißtag. Ja. Gut, ich bin jetzt in einem Gebüsch. Leg mich hin. Und lock mich aus, wenn es recht ist, ja? Ja.